Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Smallland. Wir befinden uns hier gerade in der Quarantäne. Ja, im Spiel. Im Spiel und auch in echt. Der Mario, der hat was angeschleppt. Naja. Ja, ich habe irgendwie seit Samstag Corona. Wie soll es auch anders sein? Man hört es vielleicht auch. Mal gucken, wie es läuft mit der Aufnahme. Also, falls irgendwie was nicht ganz so rund läuft, bitten wir das zu entschuldigen. Aber naja, wir haben gedacht, okay, wir nehmen halt wenigstens ein bisschen was auf, bevor halt gar keine Folge kommt oder sonstiges. Aber naja, wird schon. Genau, es muss. Wir müssen einfach die Chancen nutzen, wo Mario gerade halbwegs hier zu gebrauchen ist. Also geht's auch gleich los. Wir haben Pläne für heute. Ja. Und zwar wollte ich gleich mal dieses Steindings da bauen, die Steinschneide oder Steindings, wie das heißt. Ah, guck mal, jetzt habe ich das auch mit dem Motion Blur hier. Wenn du dich bewegst, ich hatte es gerade beim Schwert, wo das so ganz komisch nachgezogen hat. So. Also irgendwie scheint das ein Grafikbug zu sein mit dem Motion Blur. Ich weiß auch noch nicht warum. Ja, das ist wirklich ein komischer Bug. So, ich baue dieses Teil mit dem Hammer, ist es dann im Inventar mit dem Rechtsklick. Steinschneider aus seltsamen Artefakten zum Formen komplexer und harter Materialien gefertigt. Ach so, übrigens, siehst du, was wir vergessen haben? Das wollten wir eigentlich heute erwähnen. Wir hatten beim letzten Mal hier oben ja die Luke offen gehabt und so, also das hier im Prinzip. Und tatsächlich ist irgendwie ein Blitz eingeschlagen und hat die Truhe zerstört. Oder zumindest lag hier einfach nur das Zeug rum und die Truhe war weg. Wir haben vermutet, dass es durch das Unwetter war, was hier im Spiel herrschte. Also ich gehe davon aus, dass einfach der Blitzeinschlag ja die Kiste zerstört hat. Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber zumindest wirkte es so. Ja, also scheint anscheinend hier einiges kaputt zu gehen da oben. Jetzt hast du das Dach schon weggenommen. So, jetzt muss ich nochmal gucken, was brauche ich denn hier? Ich habe ja wieder kein Gedächtnis. Ich brauche einen Kronkorken, ich habe gerade 7. Also einen Kronkorken, eine Schraube, 10 Holz und 10 Stein. Mhm. Okay, Moment. Holz. Ich hatte ja sortiert. Ich ganz vergessen. Gleich verdrängt. Ja, ich habe letztens noch ein paar Sachen gefarmt, irgendwie so ein bisschen was an Holz und Fasern, dass wir zumindest ein bisschen was haben. Ja. Ist jetzt nicht dolle viel, aber naja. Ja, auf jeden Fall danke schon mal für die ganzen Kommentare unter den Videos bisher. Oh ja, vielen Wir Dank. Wir können natürlich erst heute drauf eingehen, weil wir hatten jetzt ein bisschen Aufnahmepause, weil wir irgendwie so 3-4 Folgen am Stück aufgenommen hatten. Unter anderem der ganz wichtige Hinweis, F gedrückt halten. Oh ja, wir werden es beherzigen. Das haben wir tatsächlich beim letzten Mal noch rausgefunden nach der Aufnahme und dann kamen halt ganz viele Kommentare und so, oh, wir können F gedrückt halten und so. Ja, das werden wir natürlich machen, weil das ist halt schon extrem praktisch, weil wir hatten uns ja letztens so aufgeregt, man kann halt gar nicht alles einsammeln, weil man meistens die Sachen nicht erwischt oder sonstiges. So ist es natürlich praktischer und ich finde die Funktion auch echt super. Schade, dass wir nicht vorher drauf gekommen sind, aber jetzt haben wir natürlich das selber rausgefunden und natürlich auch durch die Hinweise. Vielen lieben Dank dafür. Auf jeden Fall. Und ich gucke gerade mal in die Werkbank. Kannst du auch mal reinschauen? Ich gucke. Also man kann hier echt einige gute Sachen bauen. Steinspeer, Steinziegel. Ah, für robuste Bauwerke. Können wir die Steinhütte bauen. Mario möchte ja irgendwann hier seine Bauskills auch weiter verewigen. Ja, weil irgendwie, ich kann, keine Ahnung, woran das lag. Jetzt gerade beim Einloggen in den Spielstand waren oben die ganzen Dachteile, also vermeintlich dachte, das sind eigentlich so Zwischenböden oder sonstiges, waren halt irgendwie kaputt. Hm. Ich weiß nicht, ob die halt Schaden nehmen, wenn halt Unwetter drankommt oder so, also wenn halt keine Wände und kein Dach drüber sind, weil das ist ja eigentlich nur ein Standardboden. Das stimmt. Das ist ja kein Flachdach, das gehört eigentlich zu einem Innenausbau hier oben, das ganze Zeug. Und ich vermute mal, die ganzen Teile gehen halt kaputt, wenn halt kein vernünftiges Dach drauf ist. Würde ich zumindest interpretieren, ich weiß nicht, aber zumindest wirkt das so. So, hier können wir den Insektenpelz gebrauchen für Feuersteinpfeile. Holz, Feuerstein und Insektenpilz. Ansonsten gibt es hier noch eine bessere Spitzhacke. Gut, wir haben ja schon einige Pflanzen gesehen oder Bäume, die wir nur fällen können, wenn wir halt die besseren Sachen haben. Verfeinertes Holz, da brauchen wir Saatenöl. Und Saatenöl, dafür brauchen wir Saaten. Die haben wir sogar. Da haben wir ein paar. Vom Roggen, glaube ich. Oh, möchtest du einen Steinhammer haben? Ein schlagkräftiges Argument für jede Auseinandersetzung? Nee, ich glaube, also ich würde gerne so ein Feuersteinschwert herstellen, aber das Problem ist, da brauchen wir halt Feuerstein. Ich habe keine Ahnung, wo wir Feuerstein herkriegen. Den gibt's. Ja, gute Frage. Oh, ein Steinspeer kann ich dir auch anbieten. Der macht ein bisschen mehr Schaden als das Schwert. Das Schwert macht ja 8 bis 11. Steinspeer macht 10 bis 14. Crit-Chance ist gleich. Naja, aber ich, blocken weiß ich noch nicht. Ja, warum verfeinertes Holz muss er dann mit dem Saatenöl. Mit dem Saatenöl. Ich kann mal ganz kurz hier ein paar Saaten reinwerfen. Ein Stack Saaten verarbeiten wir mal kurz. Man muss leider immer drücken, so viele wie man haben will. Da gibt es noch keine Möglichkeit, einfach alles anzuschmeißen oder wir kennen sie noch nicht. Ich stelle jetzt 30 her gerade. Genau, mach mal. Ich würde mal runtergehen und vielleicht schon mal irgendwie ein paar Sachen holen. Also ein bisschen Holz, ein bisschen Fasern oder so. Ja, ich verarbeite dann jetzt mal kurz diese Sachen und stelle dann kurz was her.
So, komm her, verfeinertes Holz. Wildes Klicken. Ja, wildes Klicken. Sorry, falls ihr es gehört habt, aber das gehört halt dazu. Ach mein Gott, ich bin halb tot. Ich habe mich schon gewundert, warum ich hier einen Herzschlag höre. Und ich habe ein größeres Ausdauertonikum freigeschaltet. Aha, und wieso bin ich halb tot? Was ist denn da los? Was ist hier schon wieder kaputt? Naja, wahrscheinlich, weil wir letztens halt die ganze Zeit rumstanden, während wir noch irgendwie nach der Aufnahme ein bisschen gelabert haben oder so. Da tickt ja das Essen runter. Wenn das Essen halt alle ist, dann kriegst du natürlich auch Schaden durch Gesundheit. Das stimmt. So, jetzt mal schauen. Ich habe doch eigentlich Sachen hergestellt. Ach hier, Ameisenspieße. Gönne ich mir. Hast du Essen mit? Ich habe Essen mit, ja. Ich habe sehr gut. Sehr wohl Essen mit, ja. Wirklich? Ja, ja, ich habe Essen mit. 10 Spieße. Ja, übrigens haben wir von der lieben Miri ein paar Hinweise bekommen zum Multiplayer, zu Problemen, die es aktuell noch gibt. Da könnt ihr gerne mal schreiben, ob ihr die auch nachvollziehen könnt. Und zwar ist es wohl so, dass man teilweise nicht das komplette Inventar sehen kann als anderer Spieler, beziehungsweise beide Personen oder drei Personen, wie auch immer, wie viele Leute da gerade spielen, haben nicht das gleiche Inventar in den Truhen. Da fehlen dann Sachen. Ist euch das auch schon aufgefallen? Im Solo-Player natürlich nicht, ist klar. Aber wenn ihr zu zweit oder mit noch mehr Leuten spielt, ist es dann bei euch auch so, dass die Truhen für jeden anders aussehen oder zumindest ein paar Sachen fehlen? Also wir hatten es letztens nur ganz kurz, wo ich gefragt habe, wo das ganze Holz und die Fasern sind. Aber da meinte Anni ja, sie hat alles eingepackt. Ja, und da hatte ich auch alles eingepackt. Also, ja, und ansonsten hatten wir das eigentlich noch gar nicht so weit. Also keine Ahnung, ob das vielleicht... Ja, klingt jetzt blöd, aber ob das vielleicht im Local Koop anders ist, als wenn man es irgendwie über, weiß nicht, Internet halt Koop spielt oder so. Kann natürlich sein. Ja, ein anderer Hinweis, den konnten wir jetzt natürlich noch nicht feststellen, weil wir noch kein Tier haben. Aber was leider so ist, man kann zwar Friendly Fire deaktivieren mit einer anderen Person, aber das wirkt sich nicht auf Tiere aus, auf gezähmte Tiere. Und damit läuft man ganz schnell Gefahr, dass die Tierchen sterben. Durch Aktionen des anderen Spielers, weil man dort kein Friendly Fire aktivieren kann. Das ist natürlich schade. Ja, ist ziemlich unpraktisch. Also generell einige Funktionen auch, dass irgendwie das Zeug, was jemand gebaut hat auf einem Baum oder generell direkt an die Person gespeichert ist und dann nicht an die Welt oder sonstiges. Ja. Das heißt, wenn der Spieler ausloggt oder irgendwas anderes zu einer anderen Welt transferiert, dann ist das komplette Zeug halt auch mit weg. Also, okay. Ist schon sehr abgefahren. So, ich habe mir jetzt einen Hammer gebaut, einen Speer baue ich mir jetzt auch noch. Aber ich denke mal, das sind so Sachen, die werden sicherlich auch zeitnah irgendwie ja, gefixt oder zumindest irgendwie gibt es da eine Lösung für, keine Ahnung, mal gucken, was die Entwickler sich bei ausgedacht haben. Die werden sicherlich einen Plan haben, gerade auch, ich meine, wenn das Spiel halt wirklich so um den Multiplayer-Part halt rum auch beworben wurde, ne? Also ja. Ich meine, da gab es ja halt wirklich ganz, ganz viele Hinweise darauf, wie gut es auch im Multiplayer geht und sonstiges. Oh, aua. Dann darf das natürlich nicht vorkommen. Nee, dann darf sowas nicht sein. Wobei, ich sag mal so, es ist halt ein kleines Entwicklerstudio und ich denke mal, die müssen halt auch gucken, dass sie hauptsächlich erstmal das Spiel releasen, logischerweise. Mhm. Und dementsprechend auch mit dem Geldhaushalten, was sie haben. Das heißt, durch den Verkauf jetzt ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen Geld in die Kasse gekommen und können jetzt neue Sachen entwickeln, was auch sehr gut ist. Das stimmt. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ach so, übrigens, es gab ja mal von den Entwicklern auch so, also die hatten jetzt irgendwie kürzlich mal was veröffentlicht, ich weiß gar nicht. Eins der Hauptfeatures, die von der Community gewünscht wurde, da, keine Ahnung, wie viele sich das insgesamt gewünscht haben, aber die haben ja irgendwie gesagt, die Entwickler, die haben so ein bisschen Feedback ausgewertet und das, was am häufigsten gewünscht wurde, ist tatsächlich, dass die Smallland-Einwohner menschengroß gemacht werden sollen. Was? Ja. Das ist doch aber weit weg von dem, was das Spiel eigentlich. Ich weiß nicht, warum, weshalb, wieso, was da die Idee dahinter ist, aber auf jeden Fall scheinen sich das viele gewünscht haben. Und da war nämlich das Bild, ich hatte mich schon gewundert, da war nämlich ein Bild zu sehen bei dem Entwicklerblog, wo halt die kleinen Mannequins da standen und so ein riesen Smallland-Einwohner, ich habe keine Ahnung, die so eine kleine Elfe da, halt auf so einer Riesenschaukel sah. So richtig menschengroß, aber auf einer Schaukel, an so einem Baum. Da so, Moment, warum sieht das so komisch aus? Warum sitzt da so ein großes Dingsabumster und schaukelt da? Das ist merkwürdig. Das ist wirklich abgefahren, muss ich sagen. Okay, also das wäre wirklich nicht mein erster Wunsch gewesen. Nee. Aber jeder hat ja andere Ideen. So, ich komme jetzt mal runter. Ja, wir können eh gleich oben, glaube ich, schlafen. Ach Gott, das Wetter wird schon dunkel. Wieder... Ja, gut, dann warte ich hier oben auf dich. Ich kann gar nichts am Einsammeln. Ah, nein, scheinbar nicht.
Ja, wir haben irgendwie festgestellt, also wirklich beim letzten Mal, ich wollte ja noch ein paar Screenshots machen für die Aufnahmen, also als Thumbnail sozusagen. Also unglaublich, wie oft das hier regnet in dem Spiel. Wahnsinn. Also letztens irgendwie, es war halt gerade Nacht, da war es halt früh morgens, hat angefangen zu regnen. Dann war Regen gerade vorbei, ich habe gerade so einen Screenshot hingekriegt, hat es wieder angefangen zu regnen. Und das, was zum Henker? Also wirklich extrem viel Regen. Ja, wir sind hier mitten in der Regenzeit. Das haben aber schon einige Leute bemängelt, dass es hier so oft regnet. Ich sag mal so, es gehört halt dazu. Vielleicht ist es hier das Biom. Ja, vielleicht ist es gerade Frühling. Ich habe keine Ahnung. Oder Herbst oder irgendwas. Ja, so grün wie die Bäume hier sind, oder die Blätter, würde ich schon sagen, es ist noch Frühling. Oder Sommer. Ein schöner Sommerregen. Jeden Tag. Guck mal meinen Speer an. Ja, warte. Ui. Ja, und hier, der ist richtig. Oh Gott! Au. Entschuldigung. Gleich zweimal aufgespießt. Ja. Danke. Hier, der ist echt schnell, aber der verbraucht richtig krass Ausdauer. Und ich habe hier auch noch einen Hammer. Und der ist sogar richtig schnell. Willst du auch mal? Nee, mach mal. Na gut, dann behältst du dein Schwert. Also ich habe jetzt bessere Waffen als du. Ja, aber es hilft ja nicht, wenn du kein Aim hast. Ich habe total. Also du hast gerade nur mich aufgespießt, sag ich jetzt mal, ne? Naja, aber mehr war ja auch gerade hier nicht in der Nähe. Ja, das ist total super. So, was wir übrigens auch noch bauen müssen heute, ist ein Ladybug Travel Kit. Das könnte ich ja auch. Soll ich das jetzt machen, bevor wir uns hinlegen? Ja, das kannst du. Ach, geht noch gar nicht. Ja, uns fehlt, glaube ich, Nektar. Nektar. Stimmt, uns fehlt Nektar. Und ja, den gibt's von den Mondpflanzen. Nicht von den Mondpflanzen, von den Mondpflanzen. So, ich leg mich schon mal hin. Ja, mach mal. Ich habe mich schon wieder unters Bett gelegt. Mein Hammer liegt oben drauf. Super Sache. Ich muss ja mal gucken, wo jetzt wer alles sortiert ist, weil irgendwie ist alles anders. Ja, ich habe auch das Gefühl, es ist alles anders. Nee, also im Vergleich zu meinem anderen, also ich habe ja noch so einen Testspielstand, um einfach ein paar Sachen zu testen, der sieht halt anders aus vom Design her. Ist vielleicht auch nicht ganz so günstig, dass oben die Luke schon wieder offen ist. Doch, ist alles okay. Ja, bis die nächsten Truhen wieder kaputt sind. Du bist ausgeruht, aber hungrig. Nimm dir was zu essen raus. Da müssten noch Sachen drin sein. So, der heutige Plan ist auf jeden Fall auch ein Besuch bei Drustana. Ja. Mal gucken, aber erstmal. Ach so, okay, warte mal. Dann mache ich das erstmal wieder zu, ja? Ist in Ordnung? Ja, mach. Ach, jetzt habe ich ja was fallen lassen. Laubdach. Ach, du baust jetzt. Einmal Holz, einmal Fasern. Hm. Feuersteinspeer, Steinziegel. Ach nee, geht ja auch noch nicht. Steinhammer. Kannst du mir mal so einen Speer bauen, bitte? Willst du auch einen haben? Ja, bitte. Gut, kriegst du. Machen wir natürlich. Jetzt hat's aber gescheppert. Ne, ich habe ein Dings gebaut. So einen Boden. Der gute Boden. So, ein Speer. Ich schmeiß mal kurz die Dinger hier weg, diese Knüppel. Ja. Ich glaube, die brauchen wir eh nicht. Die Knüppel sind halt wirklich nicht so pralle. Nee, die haben also echt eine ultra kurze Range und Schaden machen die gefühlt auch nicht. Ich habe auch noch einen. Warte mal. Steuerung und klicken. Und dein Speer. Wo habe ich denn den jetzt? Hier in der Tasche. So. Liegt auf dem Boden. Nimm ihn dir. Und nimm dir auch ein paar Verbände mit. Wenn du nicht schon welche hast. So. Hast du noch Verbände? Nee, habe ich nicht. Dann kriegst du welche ab. Ich habe 5 Stück, ich kann dir 2 geben oder so. Ich kann mir schnell welche bauen. Na, dann baust du. Aber ich glaube, es gibt auch noch andere Verbände, kann das sein? Ich habe doch irgendwas gesehen hier. Ich kann auch mal welche bauen, ich habe noch Zeug in der Tasche. Nee, vielleicht habe ich mich da getäuscht, keine Ahnung. Ich schmeiß dir gleich welche hin, okay? Brauchst du nicht selber bauen. Du kriegst erstmal 3. Ja, aber nicht übertreiben, ne? Bitteschön. Warte, ach nee, jetzt ging das nicht mit dem Droppen. Da. Wenn du noch mehr brauchst, kriegst du nach und nach welche. Ja, nicht alles auf einmal, ja, bitte, danke. Ach, nee, ja. Ist okay, lass jetzt los hier. Ja. Wir wollen doch. Wobei es regnet gerade, warte mal. Vielleicht das ist egal. Ja, aber wenn es gleich anfängt zu gewittern. Dann gewittert es, dann stellen wir uns irgendwo unter. Ja, aber wo denn? Ich weiß noch nicht, aber sonst kommen wir ja nirgends an. Ich stelle mir mal noch ein paar Verbände her. Ja. Ich warte hier draußen auf dich. Denn wir wollen ja schließlich wohin gehen. Ja. Also auf zu Drustana. Ich werde die mal markieren hier oben. Das ist eine gute Idee. Ich markiere die mir auch. Wir müssen nach... Ach, jetzt habe ich das selber benannt. Okay, wenn man den Rechtsklick macht und dann tippt,
also dann Buchstaben drücken würde, dann würde man es benennen. Ja, das habe ich da letzte schon gesagt. Nee, ich habe da dass man nur dann halt was eingeben kann. Ja, dass man was eingeben kann, aber ich wusste nicht, wann und wie. Ich wusste nur, man kann. Aber nicht, wie das geht. So, hinab zu den Wurzeln. Auf geht's. Yay. Ja, irgendwann gehen wir tatsächlich nochmal zu Herne und werden uns dort zwei Rüstungsset komplettieren, die wir einfach dann in die Truhe packen oder in, ja, ja, der braucht doch nur Fasern, oder? Ja, ja, genau. Okay. Der braucht nur Fasern. Zumindest wüsste ich jetzt nichts anderes. Also wir müssen jetzt, warte mal, müssen wir den hin, da hoch? Ich folge dir unauffällig. Wir müssen in die Richtung hier, tatsächlich. Na, dann tingeln wir mal lang. Und hoffentlich kommt heute nicht so viel garstiges Zeug. Deinen Bogen hast du ausgerüstet? Naja, ich habe ihn zumindest mit. Ausgerüstet habe ich ihn gerade nicht. Ausdauer ist mir immer wunderschön. Mann, ich hätte mir ja auch gleich so ein besseres Beil bauen können. Ja, aber dafür brauchen wir, glaube ich, noch mehr Chitin. Das stimmt. Nee, aber so ein primitives hätte ich ja wenigstens bauen können. Ja. Ja, habe ich jetzt nicht. Ist egal. Und die Ameisen lassen wir mal in Ruhe hier, nicht, dass wir gleich wieder alle am Start haben. Wir wollen jetzt einfach nur durch. Ja. Ich höre sie schon wieder. Da sind sie doch schon wieder. Die kleinen Scheißerchen. Achtung, hinter dir. Ich renne einfach. Ja. Aua, einfach rennen. Höchst aggressiv. Hehe, aua, da ist noch eine rote. Aua. Mm. Oh, lauf. Lauf, Forrest. Oh mein Gott. Oh, ja, aber sie hat nochmal versucht zuzuhauen. Ja, einfach springen. Das ist ihm, aua. Oh, da ist auch wieder ein Käfer. Oh, hier ist ja alles wieder aggressiv. Nee, ist alles voll. Oh Gott. Uiuiui. Lauf mal hier ein bisschen links, dass wir nicht gleich den nächsten Käfer anschleppen. Na, das wird ja wieder was. Ja, komm mal hoch hier zu mir, bitte. Ich bin auf dem Weg. Wir machen erstmal vielleicht, guck mal, ist nur noch der Käfer. Okay, komm. Wollen wir den vielleicht mal mit dem Schwert testen? Oh ja, warte, mache ich. Schwer ist da, den kann man aber nicht werfen, den Speer. Du sollst ihn nicht werfen, du sollst pieken. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen. Oh Gott, wir haben zwei Käfer. Okay, der Speer macht aber einen Haufen Schaden. Vorsicht, Achtung, zwei Käfer. Naja, komm da mal hoch hier. Oh je, Mine. Also 16 Schaden. Komm mal hoch hier. Muss ja oben kämpfen. Wieder runtergefallen. Aber macht nichts. Freunde, das ist ja wieder aufregend hier. Oh. Gleich zum Start. So, Käfer-Duo. Aua, nicht schubsen. Ich habe halt keine Ausdauer. Ja, das ist immer das Problem. Oh, der ist aber gleich kaputt. Ja, vielleicht machen wir erstmal einen. Ja, den hier, der gleich kaputt ist. Er ist kaputt. Die sind beide gleich kaputt. So, ich habe F gedrückt gelassen. Ich auch. Sehr gut, wir haben gelernt, ihr Lieben. Wir haben gelernt. Ach, für eure Entlastung. Das hat auf jeden Fall ganz schön wehgetan. Ja. Davon aber das Gute ist, der Speer macht bei den echten Haufen Schaden. Ja. Das stimmt. Also man muss ja auch mal die neuen Waffen ausprobieren. Ja, und vor allem das Gute ist, da können wir auch gleich hier den nächsten machen, weil wir brauchen ich Chitin von denen für deine Axt. Ja, stimmt. Chitin war das. Eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man hier mal vom Stein runterrollt. Ja. Oh, immer wieder ausweichen. Aua. Nicht getroffen. Oh, sehr gut. Sehr schön. Also der Speer ist halt wirklich gut bei denen. Oh, oh, was haben wir denn hier vorne? Ganz viele Bienenwaben. Oh, hallo, Bienen. Ich gönne mir mal kurz einen Verband. Ja, bitte. Habe ich gemacht. Ich habe ihn mir umgewickelt. Sieht jetzt aus wie die Mumie. Oh, oh. Sind die eigentlich aggro? Sie summen ganz schön laut. Oh, ich glaube, die sind aggro. Ja. Komm mal zurück. Jetzt komm mal zurück. Oh Gott, warum sind die denn aggro? Ich weiß nicht. Oh Gott. Oh Jesus. Die letzte Begegnung mit Bienen war schmerzhaft. Oh, oh, das sind aber echt viele. Ich muss mal kurz rennen. Oh, ich muss ja meine Ausdauer zurückkriegen. Ich habe eine Mini-Biene hier. Die ist kaputt. Oh Gott, die sind alle... Warum sind die alle aggro? Ich habe ein Honigstück bekommen und ich habe jetzt Heilpflaster als besseres Pflaster. Ich helfe dir. Jetzt hauen die wieder ab. Die resetten. Eine ist fast tot hier vorne. Hast du das auch bekommen mit dem Heilpflaster? Nee. Oh, jetzt fliegt die mir direkt in den Pfeil. Ganz groß Kino. Die kleinen Scheißerchen. Eieiei. Ich glaube, wir brauchen viel, viel mehr. Ich mach mal kurz ein Heilpflaster hier. Du meinst einen Verband? Ja, meine ich. Heilpflaster ist ja das Beste. Ja, 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 ist okay. Na, nur nicht, dass jetzt unsere Zuschauer hier verwirrt sind, was du meinst. Weil du verwirrst mich ja oft genug.
Du bist verwirrt, als wenn ich da jetzt was dafür kann. Ja. Wo ist denn die anderen? Die war kaputt, oder? Ich habe hier schon was noch kaputt gemacht. Der eine, die hatte fast keine Lebenspunkte mehr. Ja, so ich habe schon Dinge zwei Pixel umgelegt. Oder so. Ja. Da oben, da kommen die nächsten. Oh je. Sieht aber schon cool aus. Spawnen die hier gerade, oder was? Ja, die fliegen da raus. Also jetzt nicht mehr, aber die sind gerade da rausgeflogen. Oh Gott, hallo Käfer. Oh Gott, hier ist aber viel los. Ja, da ist ein Käfer neben dir rechts. Ah, hallo. Komm mal bitte mit. Ich bin bei dir. Wir rennen mal hier links hoch. Ja. Muss mir gleich wieder was zu essen reinwerfen. Na einfach, ja. Damit ich halt Autoreck hab. Oh, hinter mir. Käfer. Ja, und vor uns auch. Achtung. Wir machen erstmal den. Oh no, das sind dann... Ja, deswegen erstmal einer. Komm, Kumpel. Also wirklich zweimal oder dreimal zuschlagen mit dem Speer und dann war es das mit der Ausdauer. Aber das war es auch mit dem Käfer. Welch ist er? Was war das hier? Waren das Spinnen, glaube ich, oder? Ich glaube, die sind nicht garstig. Hoffe ich. Oh, ich höre doch hier schon wieder irgendwas. Wie kommt man nicht hoch? Okay, müssen wir hier durch. Fläuchen. Warte mal kurz, ich muss nur ganz kurz was essen. Solltest du auch machen, vielleicht. Ja, das kann ich einfach mit einem Tastendruck. Ja, ich habe das Essen schlauerweise noch nicht irgendwo aufgelegt, jetzt schon. Oh, hallo, wer bist du denn? Na, du kannst... Ach, hau doch mal nicht die Spinne. Springspinne, warum nicht? Ja. Wo ist er denn hin? Ah. Die gibt bestimmt irgendwas Cooles. Aua. Ich glaube, die ist anfällig gegen Schlag, also gegen Schwert. Oh, mein Gott, ich bin ja fast tot. Ja, ich habe gesagt, nicht angrabbeln. Oh. Ich muss mal kurz hier... Ja, geh mal weg da. Ja, ich bin auf dem Weg weg. Da oben ist noch eine. Hm. Ich hau gleich mal mit dem Hammer drauf. Oh, die machen Vergiftung. Vergiftung? Ja. Oh je. Spinneneintopf. Eher lecker. Oh, den hätte ich jetzt auch gern. Also nicht zum Essen, sondern einfach als... Ja, nee, lass mal. Als freigeschaltet. Ja, dann musst du die anderen noch killen. Aber ja. Guck mal, irgendwas haben die hier gekillt, die Spinnen, glaube ich. Legt nur auf dem Zeug rum. Hm. Mann, die haut ab. Spinni? Ja, die ist auf jeden Fall anfällig gegen Schwert. Oh, und ich treffe nicht. Ich habe mein Aim wirklich zu Hause gelassen. Aua. Oh nein, bist du... Nee, die machen auch einen Schaden. Au. Oh ja, 29 mit der schweren Attacke. Au. Du kannst auch kurz weggehen. Ja, wollte ich gerade. Dann kam sie zurück. Jetzt kann sie nämlich zu mir kommen. Wie ich nicht treffe. Das kann ich. Sag mal. Uiuiui. Aufregend. Ich bin zu doof zum Treffen mit dem Schwert. Das ist zu kurz. Ja, will ja immer wegrennen. Bewegliche Ziele und so. Jetzt bleib hier. Ja, die Hitbox ist manchmal echt ein bisschen... Also, keine Ahnung. Dann gibt's halt jetzt nur kleine Attacken. Oh, 45. Oh Gott. Ach, du hast 45 oder sie an dir? Ich habe 45 Schaden gemacht, glaube ich. Nicht schlecht. Wo ist denn hin? Ach, da. 26. Jawohl. Spinneneintopf. Okay. Super, perfekt. Wir können weiter. Wir sind schon halb tot hier, weil ist auch noch nicht mal angekommen. Ja. Ich glaube, wir sollten beim nächsten Mal 200 Verbände mitnehmen oder so. Mindestens. Aber man muss ja die. Kannst du mal bitte aufhören, Spinnen anzugreifen, die sind ekelhaft. Ich fand, die sahen ganz süß aus. Kuschelig. Ja, total super süß. Ja, super süß, kuschelig. Guck mal hier, große Ameise. Jetzt komm hier mit dem Hammer. Oh! 34 Schaden mit dem Hammer. Die war schnell kaputt. Ein Sturm zieht auf. Na sowas. Super. Das ging schnell. Ja, was macht man da am besten? Kann man sich einfach irgendwo unterstellen? Schon, oder? In der Spinnenhöhle. Ja, ist ja wirklich halbwegs sicher hier. Nehmen wir einfach noch eine Fackel irgendwo her. Ich habe gerade natürlich keine, oder? Fackel. Muss ich mal eine bauen. Da fehlt mir Holz und Harz. Hast du was davon mit? Nee. Ich habe weder Holz noch Harz bei. Oh oh. Ja, gut, ist nicht gerade dramatisch. Bleib mal hier, bleib mal unter dem Baumstamm.
Ja. Natürlich ein bisschen ekelhaft, dass wir gerade im Spinnenbau übernachten oder beziehungsweise den Sturm abwarten. Aber draußen rummern ist keine Option. Nee, das stimmt. Dann bleiben wir hier und lassen das Wetter an uns vorbeiziehen. Wir können jetzt so oben durch die Lücke gucken. Einfach nach oben. Aber was zetert denn hier in unserer Umgebung so rum? Ich höre nichts, also ich höre nur Sturm. Ich höre die ganze Zeit so ein Knatschen und weiß ich nicht. Also wie so ein... Vielleicht ist auch ein Soundbug. Als ob irgendwelche Insekten hier rumscharren und rumquietschen. Das höre ich die ganze Zeit. Oh, und jetzt habe ich ja den Grafikbug gehabt, diesmal beim Busch. Dass das so... Ja, habe ich auch gerade. So verschwommen aussieht. Ja, da haut einiges noch nicht ganz so hin. Aber wird ja, schon. Gibt Schlimmeres. Wollen wir nicht einfach weiterziehen? Nein, das Problem ist, wenn du halt raus... Geh mal raus da. Ah, da ist Gewitter. Okay, aber meine, jetzt kam nochmal eine Meldung, dann lassen wir das lieber. Ach, ja. Jetzt wackelt auch wieder alles. Und wir frieren. Ja. Nee. Es ist kalt her, wie er stand. Unterkühlt. Oh, wir brauchen Lagerfeuer. Ja, wir können keins bauen. Dir wird zu frostig, ja. Verdammt. Ey, ich geh mir so Harz besorgen, was soll ich denn sagen? Harz und Holz. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wo es hier Harz gibt. V drücken, wissen wir ja, und dann mal schnell schauen, ob hier was zu finden ist. Ja, das Problem ist, hier halt alles nur kein Harz oder so. Ja. Oh oh, wir werden erfrieren. Ja, deswegen... Ach, oh, Mann. Ist das hier wir vorne Harz? Nee, das sind Johannisbeeren. Oh je. Ja, das ist gerade ein bisschen panisch. Okay, dass es so kalt ist, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Zumal wir auch geschützt standen. Ja, Gut, dann haben wir gleich ein Problem. Es sei denn, es hört vorher auf. Aber hier ist wirklich kein Harz. Gar nichts zu finden. In der Richtung. Es klart auf und alles ist gut. Bei 25 Lebenspunkten. Jawohl. Bin ich hier noch richtig? Ja. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Aber die Lebenspunkte gehen auch direkt wieder nach oben. Okay, gehen niemals ohne Harz und Holz aus dem Haus. Ja, das ist ein Learning. Ah, guck mal, hier gibt's Mohn. Oh. Da hieß ja, wir können hier Nektar sammeln. Dann müssen wir das auf jeden Fall auch machen. Dass du dieses Quietschen nicht hörst. Nee, also ich habe das gerade nicht gehört tatsächlich. Nee, die ganze Zeit höre ich das. Aber es könnte wirklich ein Soundbug sein. Ah, das kann ich ja nicht abbauen. Oh, Nektar, sehr schön. Boah, ich weiß ja nicht, wo ich habe schon so viel Müll in der Tasche. Mhm. Da vorne ist eine Ameise. Ja, das brauchen wir ja für die Käfer-10-Box. Ja, für Ladybug Travel Bug Back. Kann ich mal was einsammeln, wenn du hier naja. Was abgebaut hast? Ach, zu kurz. So, hier irgendwie, wenn du... Ja. Gucken, ob ich dann einen Eintrag kriege. Aber hier kamen jetzt tatsächlich nur Fasern raus. Ach so, nee, das ist ja nur Rocken. Aber ach so. Ich dachte jetzt, du baust da noch was ab. Guck mal, was liegt denn hier rum? Was ist denn das? Oh, sind das Honigstücken? Honig. Alles voller Honig. Alles mitnehmen. Aber tatsächlich, hier muss man immer einzeln F drücken. Na, nur, also ja, wenn du halt einmal F drückst, dann landen die ganzen Kugeln auf dem Boden. Ja, ja, und dann kannst du gedrückt lassen, dann sammelst du das ein. Guck mal, hier wäre Harz gewesen. War es um die Ecke? Naja. Ah, guck mal, hier hinten ist noch Mohn. Das holen wir gleich mal. Können wir Mohnbrötchen herstellen? Hallo Marienkäfer. Oh, hier ist eine ganze Armee. Oh. Hallo Mohn. Okay. Gut. Habe ich? Ich wollte ja nur nicht verpassen, ob irgendein Eintrag kommt oder was auch immer. Das war jetzt Knoblauch. Hast du jetzt was bekommen? Na, vorhin von dem Mohn habe ich Nektar bekommen. Warte mal. Knoblauch habe ich, glaube ich, noch nicht. Ja, Knoblauch hat man beim letzten Mal ja schon. Dann habe ich es gehabt. Ich sammle einfach mal fleißig mit. Und darf nicht vergessen, zu Hause mir auch so ein Beil zu bauen.
Standard. Ja, wie gesagt, du brauchst halt jedes Mal Chitin für. Ja. Mal gucken, ob wir irgendwas kriegen, was halt irgendwie ein bisschen haltbarer ist. Wo sind wir eigentlich in der Nähe von dem... Von Drostana, oder wie sie heißt? Drostana. Wir müssen weiter nach Osten rüber. Ja. Noch den Mond mitnehmen? Ja, den nehme ich auf jeden Fall mit. Und Harz hast du eingesammelt? Ja, ein bisschen. Okay. Du kannst doch mal gucken, dass du mal den Honig mitnimmst hier. Ja, das mache ich. Wenn ich den Mond abbaue. Jo, dann laufe ich immer lang. Was ist das überhaupt? Wo wir gerade sind. Das ist, ich weiß nicht, ob es ein Gartenstuhl ist oder irgendwie so eine kleine Bank. Ich glaube, es ist eine Bank. Warte mal. Ja, ist hier ja, so ein Tisch und Bank. Ah, okay. Zum Glück sitzt da keiner dran und tritt auf uns rauf. Das wäre ein bisschen brutal. Ist viel Honig? Ja, wir brauchen ganz viel für diese Verbände, oder nicht? Ja, ja, für die besseren Verbände. Ach, Ameise, geh doch weg. Honigstücke. Schmetterfalter. Schon schön, wenn man hier durch die Gegend guckt. Das gefällt mir. Oh, da war was zum Sammeln. Ich habe auch festgestellt, dass nach hinten ausweichen besser ist als an der Seite vorbeirollen am Gegner. Weil die sich dann halt nicht mitdrehen. Viele Fasern. Es erntet sich so viel besser mit F gedrückt lassen. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ich guck mal, ob ich da oben raufklettern kann. Da ist ein Radio oben drauf. Kann man das anschalten? Ich komme nicht drauf, also... Achso. So weit springen kann ich nicht. Vielleicht... Oh, aua, das tat weh. Wenn man ein Marienkäferchen hat, kann man ja bestimmt fliegen. Ne, fliegen wahrscheinlich mit einer Libelle, aber vielleicht kann er da oder hochklettern. Ja, irgendwie, dass man halt da hochkommt. Weil hochgelaufen... Also, klappt nicht. Was ist das denn hier? Ach, Insektenfett. Das lag jetzt einfach mal rum. Na, wie gesagt, die kämpfen auch gegeneinander, die Insekten. Mhm. Ne? Also, man kann es ab und zu mal beobachten. Okay. Oh, hier ist so ein... Was ist das denn? Ein Grill? Ein Kugelgrill. Ein Kugelgrill, na schön. Oh, da ist was. Ah, da komme ich auch nicht drauf. Ach, das ist nur eine Schraube. Ja. Okay, so, ich habe jetzt aber ein bisschen was gesammelt an Mohn und ein bisschen Roggen noch eingesammelt für Saaten. Ich würde sagen, wir laufen mal weiter in Richtung Drostana. Ja, damit wir auch noch ankommen. Ich sammle nur ganz kurz die beiden Holz-Harz-Dinger ein. Ganz kurz. Holz-Harz, alte gleiche. Oh mein Gott, geh weg, Käfer. Ah, hier ist noch mehr Harz. Ich habe einen Käfer. Oh, bin abgestürzt. Wo ist er hin? Hallo? Ach, da oben. Ein Versteckkäfer. Gib mir das Harz! Bevor der nächste Sturm kommt und wir keine Fackel und kein Feuer machen können. Da habe ich lieber ein bisschen mehr Harz in der Tasche. So, ich suche dich gerade. Wo bist du denn? Also manchmal sieht man... Ach doch! Ich sehe es. Ich habe es für meinen Cursor gehalten. Oder für meinen mittleren Bereich vom Spiel. Aber das war tatsächlich... Ja, dieser rote Punkt, der ist noch nicht ganz eindeutig. Nee. Wenn man so nah ist, dann ist ja okay. Aber wenn man weit, weit weg ist, dann sieht das aus wie der Punkt in der Mitte vom Bild. Und dann hilft's nicht. Dann gehst du nicht davon hallo. Aus. Hallo. Ah. Ja, komm. Ja, wieder mit dem Speer. Der piekst. Ja, easy.
Wir sollten übrigens immer die Köpfe mitnehmen. Ja, es wurde schon gesagt, wir haben die Ameisenköpfe teilweise. Ja, wenn man F gedrückt hält, sammelt man automatisch die auch mit ein. Das stimmt. Das Problem ist, manchmal sieht man die halt so ultra schlecht, wenn die halt irgendwie rumkullern. Gerade wenn man so irgendwie an einem Abhang kämpft oder so, dann rollen einige Gegenstände ja meistens immer irgendwie durch die Gegend. Ja. Oh oh, hallo. Ach Gott. Ja. Boah, schwere Attacke macht 27 Schaden. Geil. Ja, wir müssen weiter. Ja. Oh, Kronkorken. Sehr gut, mitnehmen. Da haben die Leute wieder ihre Bierkronkorken in der Umgebung gelassen. Naja. Gut für uns. Was ist denn das da vorne? Wo? Geradezu, ist das ein Pizzakarton? Eine Flasche? So was. Suchen wir dir. Ah, hallo. Oh, die hat aber grüne Augen. Hä? Das ist eine Hornisse. Nee, ja. Eine Wespenkönigin. Nee, weil es Nacht ist, deswegen. Oh Gott. Aua! Au! Die macht richtig Schaden. Aua, die macht auch Gift. Oh Gott. Vorsicht, die ist wirklich aggro. Auweia. Oh nee. Ah, Hilfe! Einfach ausweichen. Heilung. Ist die überhaupt gegen irgendwas anfällig? Nee, irgendwie nicht. Gefühlt nicht, nee. Oh, und jetzt ist es auch noch so dunkel. Toll. Können wir einfach wegrennen? Ja, komm mal mit hier. Ja, ich laufe dir hinterher. Ich finde. Oh Gott, die geht's hier runter. Oh mein Uiuiui. Gott. Uiuiui. Lebst du noch? Noch, aber. Ja. Oh, hier sind auch noch fiese Möps. Laufen, komm, wir laufen zu Drostana. Oh Gott, ich hoffe, ich komme an. Noch eine Rolle hier im Kopf. Oh. Hilfe. Okay, also ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, bei der Königin war halt gar nichts gegen anfällig, sondern nur resistent gegen alles Mögliche. Oh, hier geht's rein. Oh, hallo. Oh, wie schön. Das sieht gut aus. Hallo. Oh Gott, hier wohnt jemand. Oh, sehr schön. Oh, mein Gott. Erstmal ankommen und verschnaufen. Puh. Also das war jetzt aber schon wirklich aufregend. Aufregend, ja. Zipfchen mit den Blümchen. Honigstücken nehmen wir gleich mal mit hier. Vielen Dank, Drostana. Oh, karamellisierter Bienenkopf. Den nehme ich. Ach, mein Inventar ist voll. Kannst du den tragen? Inventar ist voll. Ja. Ja, bei mir auch. Ach so. Man kann hier irgendwie was aufeinander stacken. Man kennt es ja, dass es manchmal nicht stackt. Aber es sieht leider nicht so aus. Das sind alles einzelne Hast Sachen. Hast du Kronkorken? Nee. Hast du Saaten? Ja. Das aber 26 Stück, weiß nicht, das ist ja schwer, zwei Stacks. Ja, gib her. 30 sind. Ja. Nektar. Käferlymphen. Käferlymphen? Habe ich auch, ja. Ich habe da mal Zeug auf den Boden gelegt. Ja, schmeiß hin und ich gucke, was ich aufheben kann. Okay, die Giftdrüse geht nicht mehr. Okay. Hier vorne ist der Kopf. Mm. Lass ihn dir schmecken. Ah, nee, lass mal. Oh. Ich wollte mir nur eine Fackel bauen kurz. Du kannst erstmal mit Drostana reden. Ach man, dieses Inventar ist eh voll. Ja, auch, ich weiß. Wo ist sie denn? Nein, die steht doch hier. Ach Gott, ich dachte, das wärst du. Oh Mann. Ja, kann man gar nicht übersehen. Ja, dann, Drostana, hallöchen. Hallo, kann ich dir helfen? Wer bist du? Ich bin Drostana. Willkommen in unserem wunderschönen Zuhause. Summ herum, schlürf den Honig. Bzzz. Du lebst hier mit all diesen Bienen? Sind die denn nicht gefährlich? Sie sind meine Freunde. Sie helfen mir dabei, Sachen zu machen. Sie helfen mir, diese wunderschöne Rüstung zu machen. Könntet ihr dir helfen, etwas für mich zu machen? Und wir können die Rüstung bei Drostana herstellen. Königlichen Mantel, die Platte, Armschienen und Beinschienen. Und wir brauchen dafür Bienenköpfe, Chitin und Stoffstücke, manchmal auch Reptilienleder. Wo kriegen wir denn Reptilienleder her? Wow, okay, aber das ist ja schon mal spannend, was man alles bei Drostana kriegen kann. Kannst du dir das merken, was wir brauchen? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann mir das später aufschreiben. Ja. Das können wir dann noch machen. Gut, aber mehr können wir ja nicht, weil was herstellen geht eh noch nicht. Also wir müssen auf jeden Fall tonnenweise Chitin farmen. Chitin brauchen wir, weil wir brauchen allein für die Beinschienen 9 Chitin. Stoffstücke waren, hatten die aber so gekriegt? Oder Stoffstücke war das, haben wir noch gar nicht, oder? Oder musste man die herstellen an der Werkbank? Ich habe noch gar keine Stoffstücke gesehen bisher. Naja, vielleicht muss man die herstellen, genauso wie das polierte Holz oder ja, was das war. Ja, das kann sein. Gut, also Stoffstücke und Chitin ohne Ende. Insektenflügel.
brauchen wir auch für das Oberteil. Ja, Reptilienleder. Bienenköpfe, die kriegen wir, glaube ich, noch ganz gut. Von der Bienen. Rest nicht. Ja. Hui, aber dann wissen wir schon mal Bescheid. Boah, der Weg hierher ist aber nicht ungefährlich, ne? Nee, das ist er wirklich nicht. Aber gut, ihr Lieben, wir werden jetzt hier erstmal kurze Verschnaufpause einlegen. Ja, jetzt wo wir hier bei Drustana angekommen sind, schon mal wissen, was sie so braucht, um uns hier mal eine bessere Rüstung herzustellen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und werden hier, ja, schauen, was sonst noch so zu tun ist. Ich meine, wir müssen das Zeug sammeln, wir müssen noch ein Marienkäferchen zähmen, wir wollen einige Dinge tun. Also dann, ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.